Ein herzliches Willkommen zur DAF-FabCon, der zweiten DAF-FabCon, die diesen Sonntag, den 3. März, ihre virtuellen Toren eröffnen wird für eine zweitägige Webkonferenz für DAF und DATS-Lehrende und Interessierte natürlich. Diese kurze Ignite-Präsentation zeigt Ihnen, wie sie entstanden ist, ja, und vor allen Dingen, wer sie enthusiastischerweise gegründet hat. Und zwar die Organisatorin sind die Frau Angelika Göttl-Strahlhofer aus Österreich und die Frau Nadja Plust aus Frankreich. Zwei wunderbare Kolleginnen, mit denen ich jetzt schon das zweite Mal die große Freude habe, sowas zu organisieren. Und meine Wenigkeit, Heike Pütz, ich bin in Belgien. Die DAF-FabCon ist eine Live-Online-Konferenz und wie findet es statt? Nämlich in diesen Räumen. Ja, so wird es dann auch schon ausschauen. Und Sie können dann chatten, Sie können netzwerken, es werden sich aus vielen verschiedenen Ländern Deutschlehrende zuschalten. Und als wir die erste DAF-FabCon 2012 gestartet haben, im Mai letzten Jahres, waren wir überrascht über die großartige Resonanz und vor allen Dingen auch die fantastischen Vorträge. Dann in der Zeit hatten einige gesagt, ja, die Mehrheit gesagt, sie würden wieder teilnehmen. Und dieses Mal erwarten wir bis zu 700 Teilnehmern. Der Adobe Connect Raum trägt, also kann bis zu 200 Teilnehmer aufnehmen, den wir von der virtuellen PH in Österreich gesponsert bekommen haben. Und das wird natürlich ein großartiges Ereignis. Dieses Jahr freuen wir uns sehr über, dass der Mitveranstalter 2013 die IDV persönlich ist, sorry, die IDV, der Internationale Deutschlehrerverband, die eigentlich durch ihre ganz großartige Konferenz dieses Jahr Ende Juli in Bozen fast keine Zeit haben. Dort erwarten sie bis zu 3000 Deutschlehrer. Das ist natürlich eine großartige Sache. Wir danken unseren Sponsoren und Ausstellern, vor allem auch Kultur und Sprache und den vielen, vielen Beiträgen, nicht nur finanzielle Beiträge, aber auch bewerbende Beiträge. Das Newsletter zu zigtausend Leuten rausgegangen sind mit dieser Information. Wie nehmen Sie daran teil? Es ist ganz einfach. Es gibt verschiedene Links zu verschiedenen Räumen. Da müssen Sie ein bisschen im Programm schauen. Der Raum Böll, Hesse-Gras und der Hauptraum des Plenums, die DAF-FabCon, gesponsert von der virtuellen PH. Die Keynotes dann am Sonntag: Marianne Hepp, Thomas Strasser, Thorsten Mayer. Und am Sonntag fängt es dann um 10 Uhr an und hört ungefähr so gegen 10 Uhr abends auf. Montag freuen wir uns auf die Preisverleihung des Videowettbewerbs, Hannes Hell und Martin Ebner und eine Debatte, eine Diskussion Text versus Sprache. Da wird gedebattiert. Pro und Contra. Dann gibt es Abendveranstaltungen der besonderen Art, und zwar eine Lesung aus Second Life von Thurston Küpers und eine Live-Übertragung der Zauberflöte, auch aus Second Life. Darüber freuen wir uns. Und dann haben wir dann bis zu, also ungefähr 50 Gastsprecher, die zu diesen Themen referieren werden. Es ist also vom höchsten Niveau. Sie werden alles über webbasierten Deutschunterricht kennen, was es im Moment aber auch wirklich zu dem Thema gibt. Wir sind auch webtechnisch unterwegs, Facebook-Seite, unsere Mixed-Community-Seite, über Twitter natürlich und vieles mehr. Und in dieser Umfrage, die wir dann nach der ersten DAF-FabCon gestartet haben, haben wir dann gefragt, haben Sie denn vorher schon mal an einer Online-Konferenz teilgenommen? Da sehen Sie das blaue Ja, die große Mehrheit hatte. Und was überzeugt Sie überhaupt von dieser Art des Mediums, die Nähe zum Kühlschrank? Das ist wirklich ist eine großartige Sache. Und was mich begeistert auch, dass man keine Erkältung kriegen kann und dass man sich von überall zuschalten kann. Nächstes Jahr wird die DAF-FabCon 15. 16. März stattfinden mit dem Thema Deutsch macht mobil. Dann werden wir sehr viel über Mobile Learning hören. Wir Organisatorin Angelika, meine Wenigkeit und die Nadja, wir freuen uns, Sie am Sonntag begrüßen zu dürfen, kennenzulernen und uns auszutauschen. Bis dann.